machen die Bayern am 32. Spieltag das Dutzend voll. Unter Svetislav Pesic gab es bislang 11 Heimsiege in Folge. Mit dem 12. wäre das angesprochene Dutzend voll, aber viel wichtiger, Bayern final qualifiziert für die Playoffs. Im restlos ausverkauften Audi Dome erwartete die 6.700 Fans ein Spiel, das sich erst einmal finden musste. Nach 2 Minuten noch kein Korb. Seltsam gilt Hagen doch als offensivstark wie nichts Gutes. Und auch die Bayern haben in Hagen mal eben 123 Zähler aufgelegt. Davon nichts zu sehen. Jetzt endlich hat das Spiel den zweiten Gang gefunden. Lawrence Roberts mit den 7-Meilen-Stiefeln. Aber abgeräumt, kompromisslos. Dass Basketball ein körperloses Spiel sein soll. Heute wird der Beweis angetreten, dass dem nicht so ist. Alles bei griechisch-römisch an der Mittellinie. Tja, heute wird dir nichts geschenkt. Auch Hagen tut sich schwer, weil die Münchner Verteidigung kratzt, beißt und blockt. Hagen erst im Nachfassen erfolgreich. Besser klappt es für die Jungs von Ingo Freier von draußen. Das Spiel jetzt eng. Der Capitano aber quetscht sich durch und findet Brandon Thomas mit einem seiner 2 Dreier. 9:4 für die Gastgeber. Kleiner Lauf nun für Bayern. Jotam Halperin finalisiert zum 13:12. München mit einem in Front nach dem ersten Viertel. Rein ins zweite das Spiel jetzt. Ein Tanz auf dem Vulkan. Auf dem Platz geht's rund und auch daneben. Nach dem Dreier des heute einmal mehr grandios aufspielenden Tyrese Rice ist Bambule angesagt. Rudelbildung nach dem Bodycheck an Jan Jagler. Es dauert, aber die Gemüter beruhigen sich. So, und jetzt wieder Ballsport. Jotam Halperin, der Mann mit dem 7. Sinn fürs Passen, bedient mustergültig Lawrence Roberts. Bayern in the zone, volle Konzentration. Mit diesem Korb vom Man of the Match führt Bayern mit 20 Punkten. Hagen antwortet von draußen und mit etwas Glück. Naja, nur der Vorsprung wird halt nicht weniger. Alexander Natschwey, just in time. Der Mann kennt keine Eile. Zur Halbzeit 57:38 für die Gastgeber. Rein ins Spiel mit einem Pass von Tyrese Rice und einem amtlichen Slam von Brandon Thomas. Thomas mit 6 von 6 aus dem Feld. Bei Hagen läuft derweil die Mission Dreierwerfen unbeirrt weiter. Jetzt aber fallen die Dinger eher mit Dusel. München richtet's lieber unter den Brettern. 48 Punkte in the paint und nicht mal hässliche Körbe. Alley-oop von Tyrese Rice auf Lawrence Roberts. Hast du den gesehen, Basti? Wie hoch der springt? Irre, ne? Den schauen wir uns nochmal an. Glücklich, wer heute eine Karte ergattern konnte, denn die Stimmung eine glatte 1. Nur einer wollte nicht einstimmen in den Jubel, Ingo Freier, der Hagen-Coach. Denn die Taktik werfen, werfen, werfen ging nicht so ganz auf. Hagen mit 27% from downtown, 11 Treffern bei 41 Versuchen. Basketball halt viel Kopfsache. Bayern hingegen eiskalt. Jarrett Holman von der Linie mit dem 100. Punkt. Hagen hat man nun das Gefühl, ergibt sich etwas seinem Schicksal. Brandon Thomas marschiert durch die Verteidigung. Reverse Slam. Und kurz vor Ende gibt's noch die Premiere. Paul Zipzer kommt zu seinem ersten Einsatz im Audi Dome. Und die Abteilung Jugend forscht gleich mit einer Co-Produktion. Malo Valerien auf Paul Zipzer und der macht die Kirsche rein. Und weil's so schön war, gleich nochmal. Sauber, Paule. Erstes Spiel, erster Dreier. Paul, erstes Spiel, gleich ein Dreier. Wie ist das Gefühl? Paul Zipser und die Bayern ließen am 32. Spieltag lieber Taten sprechen, schickten Phoenix Hagen mit 119:83 nach Hause und qualifizieren sich so für die Playoffs. Basketball-Bundesliga. Spürst du das Dribbeln?